Willkommen, willkommen, willkommen bei Pacific Drive. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ich muss eben gucken, ob die Aufnahme läuft. Gameplay und passt. Sauber. Also im letzten Stream haben wir unser Rucksack vergrößert. Freunde, im letzten Stream haben wir unseren Rucksack vergrößert und haben jetzt bedeutend mehr Platz da drin. Also es geht, aber sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Und ja, wir haben noch ein paar Sachen freigeschaltet. Also wir wollen jetzt auf Erkundung gehen. Und bis jetzt macht das Spiel richtig Laune. Ich habe schon 25 Stunden reingesteckt. Und mit unserem neuen Suchscheinwerfer finden wir dann auch hoffentlich ein paar Ressourcen. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hinkommen. So. Tüdelü. Okay, das kann man nicht scannen, aber das hier, ne? Ja, das habe ich schon. Okay. Oh ja, ich habe was richtig Lustiges gelesen. Freunde, anscheinend kriegt man ein Achievement, wenn man einen Touristen tritt. Also es gibt mehrere Achievements fürs Treten, also nimm es nicht persönlich, Sperrgebiet. Okay, cooles Achievement. Und man kann das Auto auch ein paar Mal treten. Und man bekommt Fehlerbehebung. Versetze dein Auto ein paar Tritte, vielleicht hilft das ja. Also hier die beiden. Ich finde die lustig. Ja, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Wow. Aber den können wir auch eben mitnehmen. Das war ein bisschen viel. Ein bisschen Materialien sollten wir aber auf jeden Fall mitnehmen. Weil ich habe ziemlich viel von unserem Schrott verbraucht.
Und das nicht. Cool. Ich habe nämlich kaum noch was. So. Ich glaube, ich sollte gleich mal der Bahnstrecke folgen. Oh ja. Kann ich hier rein? Und schon mal ein paar Sachen einfach mitnehmen. Mit dem Staubsauger geht das richtig gut. Also ich brauche alles außer Schrott. Übrigens. Ich glaube, ich brauche doch Schrott. Ich muss mal gucken, ob ich ein... wie heißt das? Ein Brecheisen anfertigen kann. Oh ja. Hoppala. Ich wollte daneben lang fahren. Oh, ich hatte gerade ganz, ganz kurz Panik, dass dieser Fleck, der links und unten da gerade entsteht, dass es von meinem Bildschirm kommt und nicht vom Spiel. Ja. Hi. Ja. Solltet ihr auch tun, weil ich bin Mini-Streamer und ich weiß alles richtig. Oh, den müssen wir uns nochmal angucken. Es ist nur ein Entführer, okay. Aber erstmal guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich komme gerade direkt vom Quälmeister und der hat ganze Arbeit geleistet. Mir ist fast der Arm abgefallen, als ich da aus der Bude raus bin. Mit Holzkreuz und Faszienrolle hat er meinen Arm missbraucht. Kann man das sagen? Wow! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Schade. Nein. Das war ein ganz normaler Physiotherapeut. Stand zumindest draußen an der Tür. Ja, auf jeden Fall.
Nee, aber das hat richtig, richtig gut getan. Und langsam wird's auch bedeutend besser mit dem Arm. Der ist jetzt seit einer Woche nicht mehr zu schwer, sag ich jetzt mal. Ich musste sonst immer den Arm so halten, weil der sonst so runtergezogen hat. Und das ist jetzt auch komplett weg. Ja, auf jeden Fall. Aber, ich trainiere mittlerweile jeden Tag zu Hause den Arm. Oh Gott. Dass ich halt nicht unbedingt die ganze Zeit nur, eine einseitige Belastung habe. Und das funktioniert richtig gut. Ja. Aber da fehlt noch ein bisschen was, muss ich sagen. Ja, bei mir ist die Beweglichkeit nicht das Problem, sondern die Stabilität. Kann man das so sagen? Ja. Also wenn ich den Arm vom Körper wegstrecke, dann fängt es an, unangenehm zu werden. Ups. Das ist super. Also, ja, wenn du nicht dran bleibst, ne, irgendwann macht sich das halt echt hart bemerkbar. Wo ich jetzt nur drauf geachtet habe, was mir sehr wichtig war, dass ich nicht übertreibe. Und ich mache gerade alles in Absprache mit den Physiotherapeuten. Und der hat zum Beispiel nächste Woche Urlaub. Und da soll ich auch mal eine Woche lang wirklich gar nichts machen. Und ja, das werde ich auch mal umsetzen. Einfach mal gucken, ob mir vielleicht für die Beweglichkeit ein bisschen, wie heißt es gleich noch, Erholung gefehlt hat. Oder für die Stabilität, dass man einfach sagt, okay, der Arm wird jetzt eine Woche lang nicht malträtiert. Geht's dem besser oder geht's dem schlechter?
Aber eine nicht richtig funktionierende Schulter ist echt schon hart kacke. Okay. So, ich habe einen Platten. Ja, okay, dann ist es echt gut, dass du das so weit geschafft hast. Bei mir war ja auch einfach nur Schmerzen beim Training und überhaupt keine Kraft mehr. Das ging also. Ich hatte ja sonst im Alltag nicht richtig Schmerzen. Und da bin ich auch echt froh drum. Ja, okay. Das ist richtig räudig. Also bei mir war ja wirklich nur, ja, sollten wir mal machen, ne? Wir gucken einfach mal, wann Termin frei ist und dann machen wir das. Ja, bei mir war es nur der Oberarm zum Glück. Ja, bei mir war ja, kann man schon Gott sei Dank sagen, dass ich direkt an dem Tag loslegen durfte, am OP-Tag. Das heißt, ich konnte ja wirklich irgendwie am dritten Tag nach der OP direkt mit Krankengymnastik anfangen. Aber 6 Wochen Bewegungsverbot ist echt schon hart.
Okay. Das ist sogar noch räudiger. Bei mir war zum Glück dank eines Kollegen schon alles vorher klar, wie das ablaufen wird und. Aber von den Ärzten hatte ich auch keine Info bekommen. Oh, okay. Ja, da kann ich verstehen, dass dann erstmal nicht bewegen werden sollte. Bei mir wurde das ja genau konträr gemacht. Da wurde ja nur die Sehne angetackert und da sollte halt bewegt werden. Boah, das hört sich so ekelhaft an. Okay, Plastik wäre aber auch kacke gewesen. Also das ist richtig gut, dass das geklappt hat. Aber trotzdem, Schleifenmethode hört sich mies an. Oh Gott. Ah, damit es dann einfach super fest wächst. Ja, kann ich verstehen. Aber ja, gezogen wie ein Pferd kann ich auch verstehen. Bei mir war ja auch Bluterguss und allem drum und dran.
Ja, das muss bei dir übel ausgesehen hat. Aber Schlaufenmethode hört sich gut an. Finde ich gut, dass man sowas jetzt heute so auch machen kann. Yay, im Auge des Orkans als Achievement bekommen. Oh, warum das so? Weil so viel kaputt war, dass keine Hoffnung mehr bestand? Oh, okay, das kann ich dann auch verstehen. Aber das ist ja nochmal was komplett anderes als 0815 Dude mit irgendeiner komischen Verletzung, ne? Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal. Besonders wenn das sowas Schweres und in der Muskelregion ist, ne? Also da kann ich das nachvollziehen, dass man das noch merkt. Ja, das glaube ich. Also ich bin auch gespannt, wie lange das bei mir dauert. Ich bin sehr guter Hoffnung, dass das nicht so lang geht bei mir. Aber ich habe von meinem Arzt, sage ich jetzt mal, die Zusage, ich kann so viel Physio machen, wie ich will, solange bis ich am Ende wieder fit bin. Do you be dwell upon all times when you have seen?
Ja. Also davon gehe ich auch aus. Also ich habe jetzt noch 4 Termine. Und dann kann ich mir noch einmal, oder werde ich mir wahrscheinlich noch einmal Physio holen. Das werde ich aber durchsprechen und dann mal gucken. Und das Gute ist, das läuft ja nicht weg. Ich kann mir notfalls jederzeit wieder neue Physio holen. Ja, also so wie bei mir dann halt, ne? Da hatte ich echt Glück gehabt, muss ich sagen. Könnte aber auch dran liegen, dass ich Mitarbeiter des Krankenhauses bin. Nein. Oder doch? Weiß ich gerade gar nicht. Hier noch was? Bauen wir eben 2 Leiterplatten für experimentelle Lademaschine, würde ich sagen.
So, eine neue Lademaschine. Oh. Es wird einmal alles getauscht. Hier ist gerade gutes Gebiet. Ich muss mal eben Batterien holen. Kleinen Moment. Sir. Whoa. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Astrein aufgebockt, die Karre. Oh, was Müll. Also, ich versuche jetzt mal loszufahren. Es passiert überhaupt nichts. Ja, perfekte Zeit zum Reifen wechseln. Nur, dass die vollen Zustand haben. Also, ich brauche das aktuell nicht. Wie blöd. Ach ja, ich hab noch ein Isch. Also, ich hab noch ein weiteres Achievement gefunden. Wieso ist das Auto gesprungen? Und zwar, indem man ein Bauteil von einem Auto abschraubt und durch ein gefundenes Bauteil von einem anderen Auto markiert und man bekommt der Staub nur so vor sich hin. Befreie ein Autoteil von einem Autofrack und installiere es. Schön. Und jetzt können wir das hier wegschmeißen. Und unser Teil mitnehmen.
das wollte ich einfach mal mitnehmen. Auf jeden Fall. Aber diese Waffe bekommt man eigentlich auch relativ spät erst. Ja. Und anscheinend ist das Achievement ein wenig buggy. Weil ich habe das eigentlich schon gemacht, aber man muss das wohl später machen. Also, nee, nicht später machen. Man darf es nicht in sein Auto reinpacken, weil dann ist das Teil direkt deins. Nice. Bin ich schon wieder hinter den Leitplanken. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Oh, schade. Nicht nur Auto fahren kann ich, sondern fliegen kann ich auch. Also völlig katastrophal von mir. Oh ja. Ah.
Oh, 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 ups, oh, nee, oh. Oh Gott. Was ist das? Oh, eine Reparatur- oder Aufladestation. Es ist eine Reparaturstation. Nice. Oh. Den will ich haben. Ups. Es gibt noch ein weiteres Achievement, und zwar, indem man ein Häschen mitnimmt und damit weit durch die Gegend fährt. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Bis wir das Achievement bekommen. Oh. Das hier sollten wir auch mitnehmen. So, wie lange dauert das mit dem Achievement? Es wurde gesagt, man soll mehrere Meilen damit fahren. Oh, falsche Richtung. So, wird das jetzt mal langsam was? Wie lange muss ich denn damit fahren? Also wirklich. Bis bei mir das komplette Auto kaputt geht, oder?
funktioniert das Achievement nicht? So, dann fahren wir mal weiter. Irgendwann muss das Achievement doch mal knallen. Also... Wow! Das war ein Fehler. Also ist das Achievement buggy? Wow! Das ist ein bisschen windig. Alter. Wird man hier einfach durch die Gegend gedrückt. Also das... Ich mach grad gar nichts. Oh Gott. Okay. Ja, ich bin jetzt das Häschen losgeworden, aber... Wir fahren jetzt hier raus. Schade. So, mal gucken, ob ich da noch weitere...
Was ist das? Okay. Schade. Oh, ich hab einen Platten. Oh Gott, ich glaube, ich hab ein richtiges kaputtes Auto gerade. Das hört sich echt nicht gut an. Okay, kann ich ein Abdichtwerkzeug bauen? Ja. So, nehmen wir das mit.
Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Das war gemein. So. Jetzt sollte das Auto nicht wegfahren. Es fährt doch weg. Wow. Das ist fies. Aber ich hab noch nicht. Ich war noch nie in einer Scheune. In diesem Spiel. Das muss man sich doch jetzt mal angucken. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwie ein weiteres Achievement bekommen kann. Oh mein Gott. Hilfe. Ich will mal gucken. Ob ich reinspringen kann. Nö. All right, driver, stop showing off before you get yourself killed. Wir müssen erstmal das hier leer machen. Uiuiui. Ui.
So, damit haben wir die Karre leer. Hallo und Hakuna Matata. Was geht bei dir? Dankeschön. Ich bin heute ein bisschen später online gekommen, da ich noch beim Foltermeister war. Ich wurde war beim Physiotherapeuten. Der ist sehr nett. Dankeschön. Was wird denn bei dir operiert? Das ist ja richtig übel. Also, OP ist allgemein. Kann ich ein Lied von singen aktuell. Zum Glück ist das schon alles bei mir durch, aber OPs sind immer kacke. Aber zum Glück braucht man da so an sich keine große Angst vor haben. Au. Ja, das hatte ich auch. Ich kann empfehlen, schnellstmöglich Krankengymnastik zu machen. Auch wenn es ein bisschen fies ist, aber das hilft ungemein. Ich kann dir eins sagen, es ist wahrscheinlich sehr interessant zu merken, wie es ist ohne Schmerzen dauerhaft.
Also am Anfang mag es zwar wehtun, aber das ist ein total interessantes Gefühl. Also so war es bei mir zumindest. Ja, bei mir wurde der Meniskus zweimal operiert mit 14 und 16 und Kreuzband mit 21. Aber was halt richtig geil war, war dann am Ende abends im Bett zu liegen, jetzt nicht unbedingt direkt nach der OP, aber im Bett zu liegen und einfach zu entspannen und keine Schmerzen zu haben. Also, das war absolut genial. Aber mit 16 ist trotzdem sehr jung für sowas. Das ist natürlich trotzdem klar. Und nicht geil. Ja, das meine ich, das ist völlig abstrus. Das hatte ich jetzt nach einem Jahr mit meiner Schulter. Ich glaube, eine Woche nach der OP konnte ich zocken und hatte keine Schmerzen in der Schulter oder mein Arm ist eingeschlafen, was richtig geil war. Und bei den Knien war es halt wirklich hauptsächlich... Ja, Fußball ist immer der Todbringer, war bei mir dasselbe. Aber abends im Bett liegen und die Knie tun nicht weh, obwohl du nichts gemacht hast, ist... Ja, ich habe da mir zwei Meniskusrisse zugezogen. Seitdem habe ich keinen Fußball mehr gespielt. Ja... Also alles, was irgendwie schnelle Rotation aufs Knie bringt, das war bei mir das Problem. Ich bin stehen geblieben und habe das Knie nach innen überdehnt. Ja, genau. Da ist bei mir der Meniskus eingerissen. Und, ja, ist nicht schön. Also das war das linke Knie. Das rechte Knie, habe ich mir beim Saufen das Bein überdehnt und dabei ist Kreuzband und Meniskus gerissen und ich war 7 Monate krank. Ja. Ja, also wenn man nicht weiß warum, dann kann man auch seine Taten nicht ändern. Das finde ich ja dann auch immer sehr problematisch.
Oh, da fängt er jetzt schon an, alles zu kribbeln. Das ist übel. Ach, das geht gar nicht. Und dann gab es wahrscheinlich nur ein Du-Du-Du und zu dir wurde gesagt, warum läufst du da auch rum? Ja, das ist echt übel. Also was ich festgestellt habe, ist, ich habe ja schon ein paar Jahre mehr Elfen-Kelbholz. Vorsichtig und langsam Sport machen, sodass du, ja, eigene Dummheit ist bei mir auch prädestiniert für Verletzungen. Ja, toll, ein Kühlpack, anstatt ins Krankenhaus zu fahren, wo man dann hätte früher was machen können. Das ist räudig. Also bei mir, was mir auch nach den ganzen OPs und so weiter geholfen hat, war Sport. Aber vorsichtig und mit wenig Gewichten und langsame Übungen mit dem Physiotherapeuten Plan durchdacht und dann ist jetzt meine Muskulatur eigentlich so gut, dass man keinen Unterschied mehr feststellt vom linken zum rechten Knie, wo ich im rechten Knie nur noch ein Kreuzband habe. Also, und ich habe seit 10 Jahren keine Schmerzen mehr, obwohl mir das Kreuzband fehlt. Aber das würde ich wirklich mit einem Physiotherapeuten zusammen machen irgendwie. Ja, das kenne ich auch. Ein Kollege von mir hatte eine Überlastung im Unterarm. Hier. Also hier. Für die Griffkraft. Und hat auch nicht zurückgehalten und ist zum Sport gegangen und so weiter. Und wo er dann zurücktreten musste, war, er konnte die Hantel nicht mehr festhalten und hat sie sich auf den Fuß fallen lassen. Ich hab mich beömmelt vor Lachen. Der hat sich den großen Zeh gebrochen dabei. Und ja, großen Zeh gebrochen, rechte Hand konnte nicht mehr richtig zugreifen. Und war dann erstmal irgendwie 6 Wochen krank und durfte gar nichts machen. Ich, ja. Also sowas gibt's dann auch. Aber das mit einer Zerrung kenne ich, dass man dann doch trotzdem denkt, oh, ich kann weitermachen. Kommt natürlich drauf an, was man macht. Aber, das ist schon an sich richtig nachvollziehbar. Und dann Muskelfaserriss ist aber auch übel. Oh. Ja, nee, das will man doch nicht haben. Aber festgesetzt heißt, die mussten die. Wurdest du deswegen operiert oder? Okay. Ja, das war die Frage. Also, du wurdest wahrscheinlich nicht operiert, oder? Das hört sich echt übel an. Und dann mit Krankengymnastik und so weiter weitergemacht, oder? Ja, super. Also mal vernünftig ausheilen lassen und ja.
Ja, es. Es gibt aber auch so Idioten wie mein Bruder. Der hat sich anscheinend irgendwie den Ellbogen gebrochen. Aber nicht richtig und dachte, das wäre eine Prellung. Und, wenn das hier jetzt das Ellbogengelenk ist, hat er sich hier ein Stücken abgebrochen. Also hier ein Stück abgebrochen. Und, das ist dann ein bisschen krumm wieder angewachsen. Und, ja, jetzt hat er Probleme, den Arm gerade zu bekommen. Ja, er war aber auch erst anderthalb Jahre später beim Arzt. Ja. Also Muskelfaserriss. Ich finde ja schon Muskelkater kacke, aber Muskelfaserriss. Nee. Du, lass mal lieber. Oh. Oh, for fuck's sake. Ja, also. Ich hätte Homeoffice gemacht. Woran merkst du, dass die Betonung in einem Satz sehr wichtig ist? In meinem Kopf hat sich das gerade wie folgt abgespielt. Ja, das war ganz toll. 4 Wochen aus eigener Dummheit gelernt und abgehackt. Und nicht abgehakt. Ja, also ich nehme an, du hast es nur abgehakt und nicht abgehakt. Hackt. Ja, also, zu Holzbein hätte ich noch eine Story. Ein Kumpel von meinen Eltern, der hat nur noch ein Bein, weil er das mal beim Motorradfahren verloren hat. Und, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Und ich war, weil ich klein war und wir saßen am Lagerfeuer. Und, er sagte zu mir, sag mir bitte Bescheid, wenn mein Schuh anfängt zu qualmen, ich merk das nicht. Und der Schuh fing wirklich an zu qualmen. Da ist gerade die Schuhsohle abgefackelt und der die Sohle hat Feuer gefangen. War sehr lustig. Can you share what you remember from that day? Sure. I was at a week-long wilderness camp. This yearly thing my elementary school would put on. They throw the kids into the woods, show us how to pick apart, animal droppings, sketch birds, you know, things like that. It was my favorite thing as a kid. But that year, I really didn't want to go. Something called the Limb Fair was coming to Sierra, and I begged my dad to let me stay. Yeah, das Böse. He told me I could see it the following year. But that obviously didn't happen.
Aber ja. Also ich glaube, da musst du umgehen, also mit umgehen, aber das war ganz lustig. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe einen Motorradführerschein, aber jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, 6 Jahren kein Motorrad mehr, aber ich will mir ein neues kaufen. Irgendwann in irgendeiner Zukunft mal. Aber ich hatte seit jeher nur Motorräder, die können so oder konnten maximal 110 fahren. Und keine großen Touren oder sowas damit gemacht, aber eher so einfach entspannt durch die Landstraße. Das ist mega nice. Ja, also, mir kommt es beim Motorradfahren auch nicht auf langsam oder schnell an. Ich finde das Fahren ganz cool. Sind hier viele. Jo. Oh Gott. Oh.
Das ist auch lustig. Aber da hätte ich noch mehr Respekt vor. Ah, okay. Ja, ich habe da auch ewig und drei Tage drauf gespart und Nebenjob und sowas alles. You better not be tracking all that zone goo into my garage. Ey. Oh, ein Stück Pizza. Die Himbeere. Ich finde die Kartoffel cool. Ach du Scheiße. Ups. Ja. Ich
hier, wie heißt das? Ich glaube, ich habe damals für meinen Führerschein für alle zusammen, ich glaube, 2500 Euro gezahlt. Also das geht sogar noch. Ja, ich hatte wirklich nur Moped und Auto gemacht. Und ja, das reicht mir auch. Irgendwas Richtung Hayabusa oder was? Also das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, also das wollte ich noch nie. Ich hatte einen ganz entspannten Schappa, der war cool. Und jetzt will ich mir ein Elektromotorrad holen.
Yeah. Und das wäre halt bei mir wirklich einfach zu krass. Ja, brauchst du auch nur 20 Minuten, ne? Je nachdem, wo du wohnst. Ja, genau. Also ich glaube, du hast dich da ja richtig eingeschätzt, ne? Und gesagt, okay, das ist mir zu gefährlich. Hi, ich wollte was ausprobieren, und zwar gab es ein Achievement, dass man ein Foto vom Geist eines Reliktes machen soll. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, also töte ich mich jetzt und fahre da gleich hin. Also ich, ja. Aber damit ich die ganzen Sachen nicht wieder reparieren muss, habe ich sie abgenommen. Safety first. Weil in einem anderen Stream haben wir schon festgestellt, man wird wiederbelebt. Anormale Wolkenfelder, cool. Muss ja keinen extra Schaden machen. Guck mal da. So, mal gucken, wie lange das dauert. Oh.
So, mal gucken. Weil auf der Routenkarte im letzten Stream hatten wir hier noch so ein Symbol daneben. Na, die habe ich ja abgebaut. Sonst hätte ich die genommen. Kein Scherz. Cool. Mal gucken, was das wird. So. Damit sind wir jetzt tot. Ey, wir haben Reifen verloren. Was soll denn das? Aber sonst haben wir keinen Schaden genommen, das ist schon mal gut. Höhö. So, dann bauen wir eben alles wieder an. Scheinwerfer noch aufs Dach. Eine weitere Tür.
Wieso fehlt uns eine Platte? Oh. Oh Mann. Noch lackieren. So. Da ist nämlich jetzt ein Grabstein und das will ich mir angucken. Ups. Oh, ich habe keine Heckschürze mehr. So. Hilfe. Okay. Ja. Nee. Hier kannst du keine Fahrkünste erwarten. Das ist absolutes Chaos mit mir immer. Also. Hier geht's komplett. Oh Gott, Hilfe. Ja, ich glaube, ich habe ein zu hoch motorisiertes Auto für meine Fahrweise. Ja. Warte, wenn ich wieder eine sehe, zeige ich es dir. Oh nein. Hilfe. So. Ja.
Also zum einen bewegen die sich zwischenzeitlich, wenn du dich wegdrehst. Ja? Also zwischendurch. Nicht alle. Aber viel besser ist das hier. Die explodieren. Und wenn du über die drüber fährst, explodieren die halt erst recht. Und die machen zwischendurch noch so ein bisschen Horror. Oh, guck mal. Ein Reliktgeist. Oh. Geländereifen. Die können wir mitnehmen. Und zwar hiermit. Und den hier wollte ich doch jetzt mal vernünftig einsetzen. So. Oh, sogar noch ein Achievement bekommen. So. Dann haben wir noch ein paar Reifen gerettet. Damit haben wir auch einen Reliktgeist gefunden. Ja, wie die Engel bei Doctor Who. Das ist echt übel. Und man verjacht sich da auch gut und gerne. Kann ich auch zurückreisen? Nee. Aber halt auch nicht alle. Also wirklich wie bei Doctor Who. Zum Glück habe ich irgendwo Ersatzräder gefunden. Ich weiß auch nicht, wo. Ja, ich mag die Serie sehr. Ich muss da nochmal, wie heißt das? Die ganzen neuen Folgen. Oh Gott. Verdammt. Die ganzen neuen Folgen mir angucken, aber das ist eigentlich voll cool. Hier, das finde ich halt auch zum Teil echt übel. Hast gesehen? Der ist hier gerade hin teleportiert. Oh, guck mal, da ist schon wieder einer.
bewegen sich halt irgendwie. Und es gab ein Achievement. Nicht Grabräuber, sondern... Hier. Nimm es nicht persönlich, Sperrgebiet. Versetze einen Touristen, Reisebus oder Purzelbomb-Anomalie-Eintritt. Und das hier ist ein Tourist. Und den sollte man treten, oder ist das halt in die Luft geflogen? Ich habe mich gerade gewundert, was da so leuchtet, aber das ist die Fackel, die von der Explosion dahin geschleudert worden ist. Aber ich glaube, ich habe auch mit Cabaldi aufgehört, aber da bin ich mir unsicher, weil ich gerade nicht weiß, wer das ist. Ich glaube, ich habe die letzten zwei neuen Staffeln noch nicht gesehen. Zum Glück ist das nicht das echte Leben. Aber das ist mir, ich glaube, heute schon dreimal passiert. So, ich muss mal... Dr. Hu... Cabaldi. Oh ja, den fand ich cool. David Tennant fand ich auch cool. Ja, also mit dem fand ich das richtig gut und er konnte das so richtig gut verkaufen, fand ich. Aber die neue Staffel habe ich mit dem noch nicht gesehen. Wow! Was ist Alonso Y?
Okay. Ah, okay. Ja, das fand ich auch lustig. Den habe ich noch gebraucht. Cool. Oh Gott. Kommt auch noch ein Gewitter. Meinst du diese fliegenden Kugeln oder den Alarm? Oh Gott. Das, was ich gebraucht habe, war der Scan von einer Anomalie und ein Foto. Also du kannst alles scannen, wie den Poller hier. Und das gibt dann in der Wissensdatenbank Sachen dazu. Und die Kugeln, die hier durch die Gegend geflogen sind, das sind so... Oh. Häschen. Oder ja, Häschen heißen, glaube ich. Die können das Auto beschädigen. Das sind dann so Staubhäschen. Und die beschädigen dann die Karre. Und die Kugel, die ich gerade eingesammelt habe, ist so ein Anker, aber der wird hier für das Auto als Upgrade-Punkt benutzt. Und dann kann man halt Sachen forschen und so weiter. Ja, die gibt es in verschiedenen Formen. Die gibt es sogar als Explosionskugeln. Richtig nett. Oh Gott, ist die Map groß. Ankerparty, gut. Glaube ich. Mit ein bisschen Nikotin. Ich glaube auf 100 irgendwie 4 Milligramm oder so. Oh, Hilfe. Weil ich immer noch nicht so ganz vom Rauchen wegkomme. Woo! Und
ohne Nikotin sollte man das eh komplett lassen. Also auch mit Nikotin sollte man das lassen. Das sollte man komplett, das ist absolut das Dämlichste, was man machen kann. Oh Gott. Ja, das sind diese Kugeln, die hier auf der Straße sind, die beschleunigen die Karre auf Maximalgeschwindigkeit. So, und wenn man genügend Kugeln ein... Das ist das nächste Problem. Oh Gott. Da. Also, bei dieser Anomalie kommt es halt vor, dass wenn das Auto mit, Strom versehen ist, dass es dann Vollgas gibt. Ja, also wenn du genügend Anker hast, das was ich gerade hier eingesammelt habe und ins Auto gesteckt habe. Oh nein! Da willst du einmal Sachen erklären. Also, wenn du genügend Anker hast und ins Auto geladen hast, kannst du ein Portal aktivieren. Ja, ich kriege es immer wieder und es kann nicht entkommen. Und ich behandle es doch gut. Es wird repariert. Bekommt Strom und Benzin von mir. Also, was beschwert sich das Teil überhaupt? So, und wenn du dann den Anker aktivierst und das Portal aktivierst, löst du das Portal da hinten aus, da müssen wir hin. Wow! Heiliger Bimbam, ich hasse diese Geschwindigkeitsraum. Wir müssen da hin, aber wir haben auch gleichzeitig ein Gewitter ausgelöst. Und dieses Gewitter siehst du in diesem gelben Kreis, der hier näher kommt und die Musik wird halt anders. Yay. Und dann kommt noch so eine rote Zone. Die ist noch gefährlicher. So, und da kommt jetzt der rote Kreis. Und der ist halt... Oh Gott. Ja. Mit offenem Verdeck? Warum habe ich denn jetzt das Achievement mit offenem... Ich glaube, das ist ein bisschen buggt. Schließe eine Tour mit mindestens 3 Knotenpunkte ohne Plattentüren und Stoßstange ab. Das ist für mich eine Tür.
Und. Ja, hier hinten fehlt die Stoßstange. Aber es war ja... ohne Plattentüren und Stoßstangen. Also eigentlich hätte nichts dran sein sollen. So, ich werde jetzt Feierabend machen. Das ist schon spät, auch wenn das heute ein bisschen kurz war, aber ich muss ins Bett. Morgen wird dann leider ein bisschen später, nicht wie üblich irgendwie 15 Uhr oder so, sondern ich muss da... wir bauen im Büro um. Und ja, das machen wir dann morgen. Und dann bin ich halt irgendwie 17, 18 Uhr online, je nachdem, wann wir fertig sind. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Und ja, einen schönen Abend euch. Erholt euch gut und danke, Hawkey. Das freut mich sehr. Morgen geht's ja weiter auf jeden Fall. Und ich glaube, morgen haben wir dann so viel Zeit, dass wir das auch weitestgehend durchspielen können. Also ich denke mal, dass wir dann morgen dann hier die Mission machen und noch ein paar Einzelteile und so weiter suchen. Genau, und dann auf jeden Fall schönen Abend und bis morgen. Dankeschön. Also, wie gesagt, schönen Abend und auf Wiedersehen. Ciao.